Hey Leute, es geht direkt scharf los. Wir machen jetzt gleich diese Drohnen-Shots. Mein Auto hat sich leicht verwandelt, ein paar Streifen. Sieht richtig geil aus eigentlich, ne? ThyssenKrupp, Bielstein, Schweden. Wie ihr vielleicht im letzten Video mitbekommen habt, bin ich über 2000 Kilometer in den hohen Norden gefahren. Saugeil, Natur ist geil. Wir haben viel vor die nächsten Tage. Jetzt geht's hier auf die Rennstrecke, Teststrecke und dann morgen noch auf dem zugefrorenen See, dies, das, Ananas. Ja, ich lasse mich zurückfallen. Jetzt kommt der beste Shot des Tages. Mein Lieblingsszene wird das. Die Strecke ein bisschen breit. Ja, okay. Mist, die Strecke ist nicht breit genug. Ja, wieder. Okay, ich darf den Porsche überholen. Ich fahre neben dem Porsche. Und dann darf ich durchballern, wenn es sagt. Ich fahre neben dem Porsche. Sag was. Sag was, Junge. Sag was. Ich will ihn abziehen. Was denn? Ich dachte... Was ist das denn? Das Skript sagt, dass ich beschleunigen darf, nicht er. Mit dem Drehleiter sprechen hier. Das heißt, lass uns immer ein bisschen weiter vorfahren. Ne? Dass wir immer vorne ein bisschen weiter vor dir fahren, dass die Kamera vor dir ist, dass wir dich ein bisschen leicht im Profil drin haben. Okay, aber ich schließe dann zu Raphael auf. Genau. Und fahren nur auf parallel. Auf mein Kommando ziehst du dann an ihm vorbei. Alles klar. Und los. Okay, ich fahre jetzt neben, neben dem Porsche, fahre auf seiner Geschwindigkeit und jetzt fahren 5 Sekunden gleich und dann gibt er mir ein Zeichen und ich balle durch. Komm schon, sag Bescheid. Los geht's, los geht's. Oh, ich glaube, ich richtig gut weggestellt, doch. Oh yes, über 100. What? Geiler Scheiß. Okay, da ist die Kamera doch kurz gestürzt. Ich fahre nochmal zurück. Ich habe erst nicht richtig Zug bekommen, ne, auf dem Schnee, habe dadurch den perfekten Grip, aber hier die ganze Technik im Auto, die regelt es schon ganz gut und am Ende kommt man doch gut weg. Und dann war die Beschleunigung doch da und die Fliehkräfte haben dann der Kamera den Rest gegeben. Also ersten Aufnahmen mit mir sind im Kasten, wir haben gerade Mittagspause gemacht und es geht gleich auch weiter, was wir hier machen. Und es ist gerade perfekt, weil hier der fette Drift Brothers Truck angekommen ist. Das sind richtig krasse Jungs, ich habe die schon mal gesehen auf dem Event. Und hier werden einfach einige Clips gedreht für ThyssenKrupp Bielstein. Bielstein, die machen die ganzen Fahrwerke von ganz vielen Autos eben. Also ist zum Beispiel ein Tesla drin, aber auch in der S-Klasse und in dem Porsche 911, mit dem ich jetzt gleich noch da was drehen werde. Und ja, ich darf dabei sein mit meinem Tesla, eben da die Elektrofraktion vertreten und hier in dieser herrlichen Landschaft ein paar Aufnahmen machen. Der Schnee ist super pulverig hier. Nur so eine Feststellung mal am Rande. Wir bereiten uns vor auf den letzten Shot des Tages. Daniel, was ist der Plan? Packshot. Alle Autos im Bild, Autowerbung und so. Autowerbung. Der Packshot, wie der Fachmann sagt. Alle Autos in einem Pack. In einer Gruppe. Sie macht Brumm, Brumm. Schönen guten Morgen, Tag 2. Die Jungs krabbeln hier schon, Mädels auch. Hi. Der Schnee ist so tief. Die sind gerade schon versunken mit dem Schlitten hier. Ich hatte die Wahl, auf der Teststrecke zu sein oder hier mit der Party-Crew auf einen zugefrorenen See zum Eisangeln und Kartfahren, allen möglichen Dingen. Ich habe mich für die Partyschiene entschieden, weil morgen geht die Autosache nochmal richtig weiter und ich verpasse eigentlich nicht wirklich was. Und das hier verspricht sehr lustig zu werden, wie ihr seht. Ja. Fest, ja, wenn es schaublich wird. Alles so Teamwork. Es ist richtig cool. Der einzige Haken ist, dass das Ding nicht elektrisch ist und richtig eklig stinkt. So. Der Ton stört irgendwie so die Stille des Waldes, aber es stinkt wirklich. So. Angeln
sehr spannend, habe ich noch nie gemacht. Ich bin seit so circa einem Jahr recht vegan unterwegs, habe aber vor ein paar Monaten wieder angefangen, Fisch vermehrt zu essen, so für Omega-3. Es ist so hell. Es ist so hell hier mit dem ganzen weißen Schnee. Und ich finde, wenn man irgendwie ja, Tiere konsumiert, dann ist es auch nicht verkehrt, wenn man mal so wirklich dabei ist, wie der ganze Prozess abläuft. Ne? Also fangen und dann ja, töten und zubereiten. Also mal schauen, ob hier irgendwas beißt. Auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Bruno, hast du auch gerade einen Fisch? Nein, das ist Fisch! Fisch! Oh, das ist doch ganz Warte, klein! Bleibst du? Kleiner Barsch, ja? You take it out? Like das hier noch. Okay, thank you. Ja, ja. Tag. Ein Barsch wohl. Is it? Okay, I put it here? I have more questions. I will take it instead. Nice. Of you don't we want to get some stuff? Yeah, yeah, we need to get our equipment, no, so we'd be great if you could take us. So you just pulled the head off? No, not off. He broke the neck. He broke the neck, so he's dead immediately? Yeah. That's nice. Yeah. Okay. Yeah. Oh. Also muss man sich wirklich auch einfach, was hier passiert, ne? Wir holen Fisch aus dem Wasser und dann mit dem den Nacken gebrochen und dann essen wir den. Also, ich will nicht sagen, dass es böse ist, aber es ist gut, wenn man sich dem bewusst ist, ne? Was Fleisch und Tier essen auch bedeutet. Und dass man das bewusst macht und vielleicht nicht jeden Tag den ganzen Tag. Geil, 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 geil. Die Dinger sind so geil. Ey, wie die abziehen, das ist wirklich unvorstellbar. Ich hoffe, ich kann es irgendwie auf Video einfangen. Ich glaube, das Ding würde meinen Tesla verhacken. Das ist der Wahnsinn. Der Chef meint, er haut jetzt mal einen raus für uns, ne, für die Touris. Aber mal schauen, was er drauf hat. Die Dinger, wie gesagt, unendlich viel Spaß. Ich hatte gerade über 100 auf dem Tacho. Oh, shit! Ups! Yes. Was für ein großartiger Tag und jetzt kommt das absolute Highlight. Der große Dreh mit den Drift Brothers und richtig professionell alles. Wird ein großer Werbeclip für ThyssenKrupp Bierstein. Wir dürfen auch zuschauen. Ich mache mich gerade mit der Strecke vertraut. Ich habe meine Schlittschuhe mitgenommen, weil einfach in Tesla einfach alles reinpasst. Und ich will so ein bisschen die Lage hier auschecken, weil ich dann auch hier versuchen darf, was auszupacken. Zieht euch mal hier die Spikes rein. Das ist natürlich durchaus ein Vorteil hier im hohen Norden, wenn man sowas hat. Wenn es auf einen zugefrorenen See geht, dann frisst sich das natürlich hier besser ins Eis und du hast mehr Grip. Geil, ich habe gerade das Zeichen bekommen, dass hier die Drehvorbereitungen noch ein bisschen dauern und ich auf den See darf. Also, das erste Mal für mich auf einem zugefrorenen See mit dem Auto und dann noch mit dem ordentlich ja, sportlichen Wagen. Ich bin so gespannt. Ich drücke jetzt einfach einmal voll durch. Ich habe viel mehr Grip, als ich dachte. Weil vielleicht ist es nicht in jeder Kurve so. Ich mache erstmal langsam. Oh, die Kurve ist rutschig. Wahnsinn, wie das Auto sich einfach kontrolliert. Man kann damit keinen Schmarrn machen fast. Ey, wisst ihr was? Wir sind hier mit professionellen Driftern am Start. Ich versuche mal, ob die in der Drehpause vielleicht Zeit haben, sich in Tesla zu setzen und mal probieren, ob die damit irgendwas könnten hier. Die Geräuschkulisse verrät es vielleicht schon. Der richtige große Dreh beginnt gerade. Und die Jungs fahren die Kurven quer.
Nice. Es ist so geil. Und das so zu dritt nebeneinander. Maßarbeit. Alter, schön. Also, schon ein bisschen spezialisiertes Auto, ne? Das ist kein Straßenwagen mehr. Du kannst auch Platz nehmen, wenn du möchtest. Ja, kann ich reinsetzen. Ja, klar. Nice. Ich tue dir kurz das Ding hier zur Seite, das ist ein bisschen unbequem. Cool. Einfach mit den Füßen als erstes. Darf ich reinsetzen? Füße voran. Oh Gott! Das ist ja ein Käfig. Du bist größer als ich, wie passt du hier rein? Wow! Hier, dass der Kopf nicht so viel Spiel hat. Genau. Das Red Bull, der muss auch immer dabei sein während der Fahrt. Du weißt, wie man Energie durch hast. Ne? Was machen die Hebel hier? Also das hier ist die hydraulische Handbremse. Aha. Das heißt, es geht wirklich auf die Betriebsbremse. Die kann auch bei über 200 km/h die Räder noch zum Blockieren bringen. Ach, Scheiße. Das ist der Schalthebel. Wir haben ein sequenzielles Getriebe. Einmal ziehen ist ein Gang hoch, einmal drücken ist ein Gang runter. Und dann haben wir da noch das Kontrollpanel. Was drückst du auf Boost und dann fährt er nochmal schneller, oder wie? Genau, da haben wir verschiedene Maps für unsere Motoren. Du kannst mal den roten Hebel, also den roten Knopf umlegen einfach. Ja, gerne. Was passiert dann? Schießt er los? Nee, jetzt darfst du noch den oben links drücken, Ignition. Genau, jetzt geht mal hier ein bisschen Licht und so weiter an. Aha, also mein Auto hat auch ein Display, das sieht ein bisschen moderner aus. Als das. Das ist richtig. Das zeige ich dir dann gleich. Ja, ja, weil, cool. Ich will dich ja kurz in mein Auto auch und dann mal schauen, was du da mit auf die Beine bekommst. Ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich noch nie Tesla gefahren. Ja, cool, lass es gleich machen. Ja, geil. So, jetzt habe ich einen Elli eingepackt. Ich durfte mir dein Auto anschauen. Jetzt bist du das erste Mal in einem Elektroauto, das erste Mal in einem Tesla. Das erste Mal in einem Tesla. Ich bin einmal im Model X mitgefahren, aber nur mitgefahren, nie selber gefahren. Also bisher bin ich noch kein Elektroauto selber gefahren. Ja, cool, weißt du, jetzt fahre ich einmal, um dich zu beeindrucken. Diese Kurve ist super sportlich, so sportlich wie ich persönlich kann. Okay. Okay, das war's, Elli. Oh, wir waren schon ein bisschen, ein bisschen, hey. Wir rutschen. Komm schon, ein bisschen was ging da schon, ne? Hey. Okay, your turn. Okay, cool. Mach mal. Ich bin gespannt. Fahrertausch. Ja, du hast gerade gemeint, dass er gute Winterreifen hat. Habe ich mir, wie gesagt, extra für den Trip geholt. Was ich aber nicht habe, sind Spikes. Ja. Ihr habt Spikes, habe ich gesehen. Ja. Ist das ein krasser Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied auf Eis, weil die können sich wirklich im Eis festkrallen und ein Winterreifen rutscht einfach drüber. Also wenn du jetzt diese Action hier mit normalen Winterreifen machen würdest, ging nicht? Es ginge, aber es wäre viel, viel langsamer. Es wäre viel, viel langsamer. Okay. Gut, dann fahren wir los. Okay, an ist er. Nein, Fahrzeug ist aus. Aha, da muss ich irgendwo drücken vermutlich. Oh, ich muss einen PIN eingeben. Nicht schlecht. Ja, ist ein Diebstahlschutz. Also okay. Ich gebe schnell meinen kleinen geheimen PIN ein. Wunderbar. Okay, jetzt freigeschalten. Einmal auf die Bremse, hier runter, Mist of Drive. Wunderbar. Und wie du hörst, ist der Motor an. Ich höre es, ja. Cool. Wow, ist das spooky. Das ist total spooky. Ist doch auch angenehm, ne? Also euer Auto ist auch gestört laut. Ja, sind sie. Knallt schon brutal. Es ist auf jeden Fall ein gutes Stück für die Show auch mit dabei. Schauen wir mal, was der so macht. Hepa! Elektronik regelt auf jeden Fall und verbietet uns fast alles, was wir machen wollen. Meine Worte, ne? Ja. Also, dieses Auto ist so stabil, auch auf Eis. Du kriegst es eigentlich ohne Spikes nicht zum Schleudern. Quer, ne? Nee. Ja. So ein ganz kleines bisschen, aber... Einmal bin ich hier so ein bisschen Schnee rausgefahren, aber das war auch nicht so cool. War mehr weggerutscht als gedriftet. Aber er regelt, ich muss sagen, er regelt gut. Also er hält wirklich das Auto in der Spur, wo man eigentlich hinlenkt, so wie es sein sollte für einen Normalsterblichen. So willst du auf der Straße fahren, ne? Ja. Weißt du, was eine Gemeinsamkeit von unseren Autos? Wir haben ja nicht viel gemeinsam. Vier Räder? Vier Räder, ein Lenkrad, ja. Wir haben beide ThyssenKrupp, Bierstein, Dämpfer. Ja. Wir fahren tatsächlich das MDS-System, was genau auf unsere... auf unseren Anspruch angepasst wurde. Also das sind wirklich... Also ihr habt euch Custom-Sachen hier gebaut. Genau, Custom-Dämpfer gebaut. Das ist mega, das ist ein Riesenunterschied. Ich habe natürlich hier Standard-Dinger drin. Und du wirst wieder gebraucht. Ja, genau. Okay, ja, die Jungs müssen weiter. Hey, saugeil, danke dir. Ne?
dem Rückweg und ich habe mir jetzt schon mal die Aufnahmen angeschaut und was für ein Abenteuer. Wie geil war das bitte? Das ist, was ThyssenKrupp Bierstände auf die Beine gestellt hat. Also nicht, dass sie coole Produkte bauen, die in super vielen Autos drin sind, sondern auch, dass sie da solche Aktionen machen. Und die meisten Leute dort, fast alle, waren eben Angestellte von denen. Die haben einfach die Belegschaft genommen und geile Clips gedreht, anstatt irgendwie Schauspieler anzustellen. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen mithelfen mit meinem Elektroauto da auch. Und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war wirklich ein krasses Abenteuer. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch eingefallen. Und dann bis zum nächsten Abenteuer wieder. Macht's gut. 100 Metern.